In Stadien wieder mit Fans. Möglicherweise sind das dann Bilder wie diese, an die wir uns dann demnächst gewöhnen können oder müssen. Rund 300 Zuschauer waren jedenfalls dabei im Parkstadion von Gelsenkirchen bei einem Test der Königsblauen gegen den SC Verl. Die waren ja gerade aufgestiegen von der vierten in die dritte Liga. Tickets fürs Spiel gab es nicht zu kaufen. Die wurden verteilt an ausgewählte Fans, beziehungsweise auch verlost. Die anwesenden Fans mussten natürlich auch diverse Hygieneregeln einhalten. Und Nasenschutz erst am Platz abnehmen oder auch dann dorthin setzen, wo die blauen Punkte waren, um die Abstände einzuhalten. Alkohol gab es übrigens auch nicht und eine feste Hintermannschaft bei Schalke auch nicht. 300 Zuschauer im aufgehübschten und wiedereröffneten Parkstadion hatten sich so sehr auf einen gemütlichen Fußballnachmittag gefreut. Doch aus Schalker Sicht gab das Spiel nur wenig Grund zur Freude. Und das liegt vor allem daran, dass Verl richtig gut mitspielt. 17. Minute 1:0. Zlatko Janjic. Sein Team übrigens als Zweiter der Regionalliga West nur in die dritte Liga aufgestiegen, weil der erste Rödinghausen aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichtet hatte. S04 mit vielen Stammspielern und vielen Fehlern im Spielaufbau. Die Defensive immer wieder von den überraschend starken Verlern überrumpelt. 15 Sekunden nur nach Gegentor Nummer 1. Da liegt der Ball schon wieder im Netz. Schalke gleicht innerhalb von 5 Minuten durch die Rückkehrer Marc Uth und Steven Skripski aus. Letztgenannter dreht sogar das Spiel 3:2. Skripski in der Rückrunde ja an Düsseldorf ausgeliehen, will sich in Gelsenkirchen durchsetzen. Gegen Verl, der Stürmer, bester Schalker. Neben ihm nur Torwart Ralf Fährmann in Normalform. Wobei, was heißt das schon angesichts der Schalker Leistung der vergangenen Monate? Die Partie im Parkstadion, ein offener Schlagabtausch. Schalke kann selbst eine erneute Führung nicht behaupten. Und so ist es Verls Patrick Schikowski, der mit dem schönsten seiner drei Treffer das 5:4 erzielt. Und weil Armin Harit später noch einen Elfmeter verschießt, ist das auch der Endstand. Das einzig Positive für David Wagner, die Stürmer treffen wieder. Jetzt muss der Schalke-Trainer nur noch die Defensive in den Griff kriegen.